Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme bzw. neuen Folge von Cyberpunk 2077. Nachdem wir das letzte Mal so glorios abgeschlachtet wurden, habe ich mich dazu entschieden, die schweren Gegner vielleicht ein bisschen später zu machen und erstmal zur Quest zu gehen. Und zwar beschaffe den Ping Quick Hack von dem Netrunner. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich mir die Belohnung abholen. Wo war das? Besser später als nie. Das Geschenk. Jedes Mal, wenn Bacabo suchen. Ah ja, das ist genau. Da will ich. Bis der Bezirk nicht mehr abgewickelt ist. Boah. Aufträge, Auftrag, eine Frage der Ära. Das ist mir noch zu schwierig. Dann machen wir einfach die Spritztour. Um zur Spritztour zu kommen, nehmen wir unser Auto. Ruckel, ruckel, ruckel. Haben wir noch unser Auto? Dann rufen wir es einfach mal. Eben 50 Meter entfernt, das Hellcat. Hallo. Wie wir zu dem Auto gekommen sind, weiß ich auch nicht so richtig, aber es ist unseres. Hallo. So, das habt ihr davon. Ihr Schweine. Beste Autofahrer der Welt. Upi. So, dann gucken wir mal, wie das eigentlich aussieht hier mit der Spritztour. Also die Steuerung des Autos ist echt ein bisschen schwierig. Also er kann es mit klassischen Rennspielen nicht mithalten. Wo es jetzt gerade ein bisschen geht. Okay, da war, glaube ich, irgendein Waffenhändler oder so. Ah, da guckt man auf die Karte und zack, hängt man an der Wand. So. Machen wir hier mal ein bisschen hoch. Upsi. Immer Fahrerflucht, das ist wichtig. Aber wenigstens nicht so genau genommen, dass man es dann nicht kann, die Polizei verfolgt, wenn wir ja Windfälle bauen. Was ist denn hier? Map. Machen wir auf das Ding. Nebenmission. Aufträge, die nicht gleich in den Schlagzeilenauftrag verfallen. Einfach Aufgaben zufälliger Begegnung. Ja, vielleicht doch nochmal das. Können wir aussteigen? So, dann gucken wir mal. Pandemonium! Pandemonium! Welches Leben existiert ohne seinen Körper? Was sind die Netkreaturen? Wer nicht Seelen aus dem Jenseits? Ich habe ihre Stimmen gehört. Lebende überschreite diese Schwelle nie. Das ist Night City. Keiner hier hat eine Seele zu verlieren. Ihr spurte nur Ungläubiger. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht, wenn du im Höllenfeuer schmurst. Oh. Satan selbst! Lachen? Jetzt bin ich skeptisch. Hab gehört, der Runner, der den Satan Demon geschrieben hat, hatte keinen Humor. Ihr fragt, wer eröffnet diese unheiligen Tore des Abgrunds? Eigentlich nicht. Und ich antworte euch, die Techno-Nekromanten von Alpha Centauri. Techno-Nekromanten. Holla, holla. Ich kenne dich. Du kommst oft hier lang. Du hast die Wahrheit erkannt. Das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende da, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Dieser kleine Armleuchter. Klein klingt machbar, aber gib's nicht für Blödsinn aus. Danke, das bringt mir ein, zwei Tage. Naja, siehst du? Mal sehen, ob sich das auswirkt tatsächlich. Was bist denn du vom Affe? Du
wir sollten uns kennenlernen. Nee. Lupus Morales. Hallo auch. Elop im Packer. So, wir sind ja zum Glück relativ dicht dran an der Aufgabe. Da hinten geht's los. Was bist du hier von texturloser Freund? Ja, während da gekämpft wird zwischen Polizei und allem anderen. Was bist denn du von hässliches Alter? Das ganz schön viel Rauch. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? In Night City lebt man als Nobody nicht lange. Ist das eine Art Prüfung? Was zählt, ist, wie die Leute dich in Erinnerung behalten. Der Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Er ist Bauchredner offensichtlich. Der Job. Erzähl mir mehr, warum ich. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Weißt du, wo liegt das Problem? Die Kundin, erzähl mir davon. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Minitech-Konvoi und entkommt. Ja, schön. Der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Na schön. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Na schön. 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht.
Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, wegen ihn zu finden. Konvois? Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durch sie kann lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Level A. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordita ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Erwähnen Sie die Scheiße reiten, er hat gesehen, was du drauf hast. Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Und da ist noch was. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Erst Klientin. Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Ja, schön. So, was machen wir jetzt hier? Dann gucken wir uns mal die Übergabe, die Kunden. Mal ist. Später als nie, ich kenne nicht mehr. Hier, die Waffe, das ging ja vorhin irgendwie nicht. Eat on the Pratch kaputt. Okay. Auftrag. Jedes Mal, wenn wir. Und Schenk. Geschlossen haben wir hier das alles. Hauptmission, Nebenmission. Ich würde gerne mal eine Nebenmission. Oh, das hier. Beat on the Pride. Denk nicht viel drüber nach, sondern Champion. Weißt, wie steht und wo der Kampf stattfindet. Also bewegt deine Arme. Klopfen wir uns rum. Abwärts. Achso, was mache ich? Mr. V, ich wollte dich nur daran erinnern, dass du jetzt demnächst Partner und ich finanzielle Preise abgewickelt haben.
eine runde Summe von 10.000 Euro, Eddies, also Euro-Dollars, hat den Besitzer gewechselt. Wenn du dich also mit ihnen triffst, lass dich nicht von ihnen ausnehmen. Gemäß träumen, bist du gerne. Viel Glück, du wirst es brauchen. Coach Fred, okay. Regina Jones. Auf das Ziel Anna Hamill zwingen, Bezahlung suchen aufzugeben. Ortmark kaputt die Details. Anna Hamill ist ein Kopf durch und durch. Absolutes Vorzeigemodell. Dass man eigentlich nur in irgendwelchen Werbefähigkeiten. Hübsch, klug und grunderdig. Mit anderen Worten, nichts für Night City. Ihre NCPD-Kollegen sind da ganz anders drauf. Die leiden alle an Rückenproblemen, weil sie so schwer an ihren fetten, ergaunerten Geldbörsen zu tragen haben. Hamels aktueller Fall hat die werten Herren von NCPD aufgescheucht. Sie schnüffelt auf dem Markt Kabuki herum, was ihren schmuggelnden Polizeikollegen gar nicht gefällt. Sie brauchen jemanden von außerhalb der Polizei, der sich um die Sache kümmert. Normalerweise ist das die Stelle, an der ich die Sache dir überlasse. Aber ich will noch etwas hinzufügen. Die Kleine tut mir leid. Wenn du es vermeiden kannst, bring sie nicht um, okay? Überzeuge sie irgendwie davon, die Stadt zu verlassen oder wenigstens aufzuhören herum. Okay, das geht mal hin, glaube ich. Regina Jones. Hey, ich hab gehört. Jackie Wells, wo bleibst du? Beweg deinen Arsch her. Esse Dexport. Okay, so. Auf dem Kabuki-Parkplatz, Marktplatz, weil das ist ganz okay, weil da sind wir eh auf dem Weg hin. 250 Meter laufe ich mal. Was zur Hölle? Irgendwie diese Texturgeschichte ist ganz schön buggy. Das Auto, Alter. Kontrolle übernehmen. Bin ich nicht stark genug. Noch. Du bist auch ein sehr auffälliges Wesen. Hey, wie ist es? Du Vogel. Alter. Alles sehr coole Dudes. Ach, die frische Luft. Aus wie eine Mischung aus Miami und New Orleans. Ich jetzt hier. Das wird übrigens irgendwann mal mein Auto. Wie zu Tani. Der gefällt mir sehr gut. Wenn wir den dann noch ein bisschen anpassen kann, wird es auch noch sexy. So. Dann gucken wir hier mal. Wenn es umliegt. Weg jetzt hier. Baby. Achtung, Achtung, aus dem Weg. Okay. Darüber. Den Texturen ist echt nervig, ne? Wie lange das braucht, ist unfassbar. Grafikkarte ist nicht mal ausgepasst. Das ist seltsam. Aber naja. So. Wenn es erstmal gerendert ist, geht, ne? Aber bis dahin. Da hoch muss ich. Okay. Renn hier einfach mal. So, ich muss außen rum. Ach, hier hoch, okay. So. Alles klar. Handel, nicht reden. Ja, dann handel doch mal. Wo ich nur hoch jetzt?
ich picken? Kommen wir hier ein bisschen weiter gleich. Du, ich rede mit dir. Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten, pappige Sojaschips. Na, mal gucken. Tiger Claws. Kopfwehrstufe 3, Mord an einem Konzern mit. Na dann, Diebstahlwerk. Sternenkooperation eines Beamten, okay. Tiger Claws, Schwerkooperation eines Beamten. Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmer. Stell dir vor, du könntest das alles einfach hinter dir lassen. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums. Was ist mit euch, Wichsern? Und okay. Auch das Paradies war keine Mikrosekunde länger. Sende Space an die 7299. Jetzt sofort. Ich weiß nicht richtig, wie das mit dem. Alt. Mit dem Kopfgeld läuft. Ja, so eine Maske. Das wäre geil. Kann ich nicht, wenn ich die töte, ne? So, Boys. Kann ich ja die Motorräder noch fahren? Das Grüne gefällt mir sehr gut. So, aber ich muss ja erstmal rein. Aber wie? Ja, aber wie denn? Hier rein, hier kann ich auch nicht rein. Komme ich wenigstens hoch. Das nutzt mich irgendwie falsch da oben, ne? So. Siehst du, das sieht doch hier richtig aus. Jetzt wollte es mich einfach halt gut. Scheiße mit der Scheiße. Hopp, hopp, hopp. Rather live in peace as Mr. Nobody, or go down for all times in a blaze of glory.